Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Garage hier, Bloodys Garage. Und ja, beim letzten Mal habe ich diesen schönen Auftrag angenommen und trotz Testfahrt, trotz auf dem Prüfstand, habe ich nicht rausgefunden, was denn der Fehler ist. Das Ganze versuchen wir jetzt noch einmal, indem wir den ganzen Motor auseinander nehmen, denn der Motor läuft unregelmäßig. Es könnte verschiedene Ursachen haben. Ich vermute mal, dass es entweder die Zündkerzen sind. Die sitzt schon mal nicht, aber die sind unregelmäßig verbraucht. Ich muss mal den ganzen Kram hier abschrauben, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Ich vermute mal, wenn ich mich jetzt richtig erkennen kann, dass es eventuell einer von den Stangen drunter ist, also einer von den Zylindern ist. Ich will es nicht hoffen, weil die müsste ich nämlich oben und unten auseinandernehmen. Also ich muss von oben ran und von unten ran, um zu checken, ob es denn auch das ist, ne? Es kann aber auch der Turbolader sein, der vielleicht hinüber ist. So. Ah, wir finden das schon raus. Bis jetzt habe ich eigentlich also alles gelöst, ne? Das wäre schlimm, wenn nicht, sonst wäre ich noch hier in Level 9. Jetzt müssen wir erst einmal die Trägerrolle erstmal abbauen. Der Keilriemen muss runter. Die brauchen wir eigentlich nicht abbauen. Dich muss noch runter. Du musst noch runter. Die Abdeckung. Nur um hier oben ranzukommen. Alter Schwede. Ne, Keilriemen ist es auch nicht. Der Riemenspanner ist ein bisschen anders angeordnet. So, und jetzt. Ach, die Steuerkette muss auch noch runter. Dann nehmen wir dich noch mit runter. Die Kette nehmen wir runter. Das sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Auch 55%. Aha. Oh ne, ist nicht euer Ernst, oder? Drosselklappe abbauen. So. Dann bauen wir Anzugstutzen ab. Ich glaube, ich habe die einen Fehler schon gefunden. Ich habe den zweiten Fehler gefunden. Kraftstoffverteiler. So, wenn der Kraftstoffverteiler natürlich hinüber ist, dann vermute ich mal, dass auch einer von den Kolben auch hinüber sein wird. Also ich vermute es nur. Auf alle Fälle muss ich auch nochmal unten ran. Ich muss Öl ablassen. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich mich da nur eingelassen. Und haben wir schon gefunden. Nee, ein Bauteil fehlt mir noch. Das ist die Frage. Ist es jetzt genau das? Turbolader ist es nicht, oder? Kann aber bei der Demontage geprüft werden. Na gut. Dann musst du doch mal nach oben. Das ist alles nicht. So, Öl ablassen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Nee. Hä? Haben wir schon.
Also man darf nicht direkt dran stehen, das ist doof. Ich nehme den hier raus. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme den hier. Und den hier. Das ist ähnlich, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was es sein kann. Weil du musst nicht den ganzen Motor auseinandernehmen muss, ne? So. Der ist in Ordnung. Und der ist auch in Ordnung. Sprich, die waren es gar nicht. Warte mal. Ah, ich weiß, welches es ist. Okay. Hat sich schon erledigt. Das Problem ist wie immer beim letzten Mal bei mir auch schon gewesen. Ewigkeiten gesucht und zum Schluss war so Kraftstoff, also Kraftstoffpumpe. So. Abgaskrümmer. Können wir dran schrauben, den brauchen wir nicht. Brauchen nur neue Zündkerzen. Ah ne. Zündkerzen brauchen wir auch keine neuen. Oh Gott. Ganzen kleinen, oh. Die ganzen kleinen Schrauben, die wir dran machen. Ja. Nee, das hier. Du. Die Seite. Die können wir eigentlich auch gleich die Zündkerzen wieder reinschrauben. Wäre ja Blödsinn, wenn wir die jetzt draußen lassen würden. So, Zündkerze. Dich noch. So. Perfekt. Okay. Dann fehlt eigentlich nur Kraftstoffverteiler 14B. Kraftstoffverteiler 14B. Ach, guck mal, gleich vier neue. Nein, ist ja. Ist. Alter! Nein, nur zwei. 700 Ocken. Boah. Siebenhundert Latten. So, du noch. Du noch und jetzt den ganzen Klatterer Touchboard dran. So, jetzt kommt der Keilriemen wieder drauf. Riemenspanner. Ich brauche eigentlich auch nicht, um alles abbauen. Das ist ja das Schlimme. Ein bisschen besser nachdenken hilft manchmal schon. Sich viel Arbeit zu ersparen. Manche können die Baupläne schon regelrecht schon auswendig. So, du noch? Dann haben wir zumindest die Seite. So, es fehlt der ganze Kladderadatsch hier oben noch. Upsala. Die Steuerkette. Deckel. So, die ganzen Zündspulen. Und dann du musst mal zum Tank hier noch schleichen. Also kommen wir gar nicht ran.
Und zwar die Kraftstoffpumpe. Die sollte man mal austauschen, ne? Kraftstofffilter. Pumpe. Treibstoffpumpe, so rum. Die sollte man zumindest mal erneuern. Was? Nee. Ich hab die doch gerade eben gekauft, oder? Nee. Oh, das ist so schweineteuer. Schlimm. Hier müsste man mal nachgucken, was man alles gekauft hat, ja. Das müsste man gucken können. So, jetzt unten noch ein Deckel unten nur drauf. Okay, erstmal die Pleuelstangenhalterung da dran. So. Ölwanne wird drauf. Öl oben reingefüllt und dann durfte sie auch wieder laufen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber immerhin, ich müsste fast Level 10 sein dann. So, das gute Suppöl rein. Klingt wie Suppenöl, oder? Klingt echt wie Sonnenblumenöl. Hm. Wer weiß. So, lieber Kunde, jetzt kannst du deine Möhre wieder mitnehmen hier. Level 10. Perfekt. Gut, Level 10. Reparatur erfolgt 75%. Das ist schon mal was wert. Und dann die nächste Stufe ist dann. Na, fast die nächste Stufe. Guck mal hier. Ne? Kann man. Ist kaputt gegangen. Ist auch kaputt gegangen. So, 75% ist eigentlich. Dürfte eigentlich nichts kaputt gehen normalerweise, ne? Normalerweise hat es gar nicht kaputt gehen dürfen. 75% sind wir jetzt. Naja, okay. Ich würde sagen, auf zum nächsten. Machen wir das hier noch. Das sieht gut aus. Und andere war nur Flüssigkeiten gewesen. Das war nur Öl gewesen. Hier ist es Bremsen und Auspuff. Den müssen wir mal kurz auf den Platz jagen hier. Und dann nehmen wir gleich noch ihn an. Beseitige das Problem, dann gibt es eine Ersatzteilliste. Das ist gut. So, mein Freund, was fehlt dir? Und dir sind Bremseinrichtung und Mittelschalter irgendwo ein Auspuff. Okay, das ist ja kein Problem. Halt, das brauchen wir nicht. Diese riesen Bude können wir zumachen hier. So, zeig mal her die Möhre, ja. Bremsen. Schulter, nur Bremsen. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Ich weiß nicht, was sie machen. Normalerweise müsstest du eigentlich beim Abnutzen normalerweise. Das merkt man doch. Also, ich verstehe nicht, warum das nicht. Wie sie so aussehen können. Ich meine, wenn sie abgenutzt ist, ja okay, aber so extrem. Gut, vielleicht können sie es auch nicht anders farblich darstellen. Das kann halt auch möglich sein. So. Und die letzte Seite. Ich hoffe, das ist nur so viel. Ich glaube, ich habe keine Bremszettel mehr. Ich glaube, die Bremszettel sind mittlerweile ausgegangen. Nee, die sind mittlerweile Bremsen. Zweimal Bremsen.
Viermal Brennnessbelege. Das sind 4 auf 4. 4. 2. So, hinten sind es Bremsscheiben. Hätte ich bald gesagt. Hallo, ich habe gesagt, hinten sind. Jetzt, ich war zu schnell. Ja. Montieren bitte. Zack. Ich bin ja. Guck mal, also wenn man schon so schnell schrauben kann, geht es auch wirklich sehr, sehr schnell. Also so ist es nie. So, das hier. Jetzt habe ich hier. Yep. Ich hoffe, es hat gezählt. Müssten jetzt 2 Bremssättel sein. Bremssättel, Bremsklötze. Okay. Und auf alle Fälle vorne noch. So. Das ist immer gut. Und hier vorne fehlt nur noch. Bremsscheibe belüftet natürlich. Es sind nie gleich neue drin. Das kann man nicht erzählen, nur weil es 3% weniger ist von 100%, dass das nicht mehr neu ist. Ne? Also. Ja, es ist. So, und da war der Auspuff noch. Passt du eigentlich in die Garage rein? Ja, ne? So, Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer. Also Auspuffrohr, Auspuff, einmal Auspuffrohr und der Mittelschalldämpfer. Mittelschalldämpfer. Mittelschalldämpfer und der Auspuff. Und dürfte es eigentlich jetzt schon komplett sein. Bingo. Dann kommst du mal bitte auf den Prüfstand. So, was ist du für Fehler? Ölfilter, Ölwechsel. Rotorgehäuse, Kühler. Okay. Oh, sehr schön. Das ist mal Kühler Typ A. Okay, Ölfilter. Du bist mal ein sehr interessanter Motor. Rotorgehäuse. Das sieht ja aus, als müsste ich hier das komplette Motor auseinandernehmen. Ach du heilige Maria, das hat mich hier eingelassen. Ich glaube, hier muss einiges ab. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird ja richtig heavy hier. Ach so, da muss ich ja auch, oh,
Ich hätte noch über den Reifen abbauen drüber sparen können. Weil ich muss ja nämlich einen kompletten Auspuff miteinander bauen. Du musst ab. Und du musst ab. Ich dachte mal, du musst ab. Du musst auch noch ab. Ich dachte mal, du musst ab, weil ich kann nicht einfach mittendrin die Dinger abbauen. Dann vermute ich mal. Hä? Du musst runter, Alter. Der komplette Motor. Nur wegen ein paar Bauteilen hier. So, das haben wir alles. Wo hab ich das Rad abmontiert? Das kann ich gleich mal dran machen. Das können wir gleich mal dran schrauben. Ne? Das bringt ja gar nichts. Warte mal, ich muss ja noch Auspuff dran bauen. Ah ne, ich muss die Ölwanne ohne abmachen. Oh Mann. Alter Schwede. Das wird nicht alles sein. Ich muss alles abbauen. Ich hätte gar nichts anderes übrig. Hier bleibt echt nichts anderes übrig. So, und du noch? Dich müssen wir abbauen. Dich muss ich abbauen. Dich muss ich sowieso abbauen. Dich muss ich abbauen. Die Rolle muss noch runter. Du musst runter. Du musst runter. So, du musst runter. Die Steuerkette muss runter. Du musst runter. Du musst runter. Jetzt geht's nicht weiter wegen der Dings. Und sonst haben wir erstmal hier nichts weiter dran hängen. Ne? Mein lieber Scholli, ey. Was kriegst du denn eigentlich für den Mist? Geld, keine Ahnung. Jetzt kommen wir von der Motorkammer aus. Ruf. Boah. Jetzt komm ich ran. So, haben wir alles. Ja, ich will Öl wechseln. Okay, hier haben wir zumindest alles. Also, alles rückwärts wieder dran schrauben. Warte mal, vielleicht können wir es ja reparieren. Vorher gucken wir mal. Es sieht zumindest schlecht aus. Okay, das hat sich erledigt mit ganz machen. Das hat sich auch erledigt mit ganz machen. Den Teil auch noch. Oh, den haben wir jetzt nicht geschafft. Egal. Zumindest ist doch kühl aus ganz. Gut, wollen wir anfangen. Also. Wir brauchen Rotorgehäuse Rot A. Rotorgehäuse Rot A. Rot. Also alles, was mit Rot ist. Rotorgehäuse Rot A. Rot.
Vordere. Da haben wir es. 540 Latten. Dich haben wir. Dich haben wir. Zündkerzen. Nee, dann haben wir Wasserpumpe. Dann haben wir Lichtmaschine. Was haben wir noch? Die Trägerrolle haben wir noch. Zumindest einen neuen Kühler hast du. Man ja rangehen, ist schon besser. Das haben wir noch. Was haben wir noch? Das brauchen wir noch. Alter Schwede. Wisst ihr, was das ist? Das ist ja Wahnsinn, was ich als abbauen muss, nur um da ranzukommen, wo du ran willst, ey. Armtyp Rot A. Armtyp Rot A. Da ist es. Armtyp Rot A. Upsala. Hier wurde Kühler im Weg. Ups. Ne, komm schon. Du bist dran. Trägerrolle dran. Du noch. Die Trägerrolle fehlt noch. Schön festschrauben. Dann haben wir die Trägerrolle noch. Abgaskrümmer. So, Ansaugstutzen Typ B, Rot A. €350, ey. Boah. So, jetzt fällt hier oben irgendwas. Kraftstoffverteiler. Hier darf ich hier oben nicht den Dist drauf bauen. Wahnsinn, ja. Drosselklappe. Als was hier schönes für schönes verbaut ist, ist schon Ölfilter rot. Das ist schön, dass er hier mit dabei ist. Finde ich gut. Können wir einen kleinen neuen draufsetzen. Den Rotor haben wir dran. Das muss ich von unten machen. Haben wir noch irgendwas von hier oben? Erste Mal nichts war da, ne? Ja. So, gut. Dann bauen wir den Rest von unten wieder ein und dann haben wir es schon fast geschafft. Die Ölwanne. Der Auspuff fehlt dann noch, ne? Kupplung. Kupplungsgehäuse. Kupplungslager. Kupplungsgetriebe. Hätte ich das Getriebe drin lassen können. Sauerei eigentlich. So. Die Antriebswelle. Die Hinterachse. Die Schrauben noch. So, es fehlt der Katalysator und Mittelschalldämpfer.
Auspuff. Der Cut geht noch. Glaube ich, Mittelschalldämpfer, glaube ich, im Eimer. Und der Auspuff. Ne, Mittelschalldämpfer auch noch. Dann gucken, ob das akzeptiert hier. Oh, hat's Zucker. So, da fällt eigentlich nur das Öl weg, also das Öl oben rein machen noch. Mehr dürfte eigentlich gar nicht mehr vonnöten sein, hä? Hm. Wo ist denn jetzt... Ach ja. Jetzt musste ich schon gucken, wo der... wir hätten es ein bisschen schräger machen können. So, ich würde sagen, es fehlt ein Endschalldämpfer, ne? Das ist ja auch, ich habe einen Endschalldämpfer vergessen. Endschalldämpfer, wo ist denn der schon wieder? Ah, hier hinten. So, jetzt hab ich aber komplett. Bingo! So! Das war mal eine schöne Montage gewesen, hat mir riesig gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Stumm mal den ganzen Mist hier noch verkaufen, den wir so nicht mehr brauchen. Nein. So. Ich habe zumindest ein paar Sachen reparieren können. Also von Hand reparieren können. Beim nächsten Mal denke ich, dann werden wir Level 11 werden und für Level 11. Tun wir uns dann noch eine andere schöne Sache holen. Gucken wir mal, was wir da noch machen. Bewegt sich 10% schneller. Ach nee. Was haben wir hier? 50% schneller prüfen. Ich glaube, dann nehmen wir mal eher sowas hier. Obwohl, das wäre noch besser. Druckmassgerät. Das machen wir beim nächsten Mal. Und dann sind wir, du uns auf dem Weg arbeiten zu Level 12. Und dann haben wir eigentlich einen Raum mehr. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke fürs Einschalten. Vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen, wenn es denn so ist. Und ciao, ciao.